Hallo liebe Leute, ihr seid wieder bei Grammatik mit Sissi und heute lernen wir Perfekt Teil 2. Wir haben ja die Perfektbildung mit haben schon gelernt. Heute lernen wir die Perfektbildung mit dem Hilfsverb sein. Also, wir haben ja die Perfektbildung mit dem Hilfsverb haben schon gelernt. Also, Julia hat ein Brot gekauft. Also das Partizip 2 am Ende. Jetzt haben wir aber einen neuen Satz, auch mit Julia. Julia ist nach Berlin gefahren. So, jetzt haben wir einen Perfektsatz mit dem Hilfsverb. Vorher hatten wir das Hilfsverb haben und jetzt das Hilfsverb sein. Weil das Verb hier, also das Partizip 2, ist hier vom Verb fahren. Und fahren ist jetzt eine Bewegung von A nach B. Wir fahren von A nach B, also müssen wir im Perfekt diesmal das Hilfsverb sein verwenden. Auch wieder ganz normal konjugieren. Das Partizip bleibt konstant und es ist wieder am Ende. Schauen wir uns die Verben, die im Perfekt mit sein gebildet werden, genauer an. Also, wir haben gesagt, bei einer Bewegung von A nach B oder auch von A nach B brauchen wir im Perfekt das Hilfsverb sein. Zum Beispiel bei den Verben gehen, da gehe ich ja auch von A nach B. Oder laufen, zum Beispiel einen Marathon laufen. Oder fallen, also auch von A nach B fallen. Hier wird unser Perfekt mit dem Hilfsverb sein gebildet. Aber es gibt auch eine zweite Situation, wo wir eben unsere Sätze mit sein bilden müssen im Perfekt. Zum Beispiel bei einer Zustandsänderung. Jetzt bin ich wach, aber dann schlafe ich ein. Es ist eine Änderung. Zuerst bin ich wach und dann schlafe ich ein. Da müssen wir den Satz im Perfekt mit sein bilden. Danach, also wenn ich schlafe, dann wache ich auf. Das ist wieder eine Zustandsänderung. Also wieder perfekt mit sein. Oder wachsen, zum Beispiel 2 cm wachsen. Eine Pflanze oder eine Blume oder wir Menschen, wir wachsen, also perfekt mit sein. Oder auch eine andere Änderung, ein bisschen trauriger, ist das Verb sterben. Jetzt lebe ich, aber wir alle müssen sterben. Auch hier perfekt mit sein, weil es eine Zustandsänderung ist. Aber Achtung, wie ihr vielleicht schon im Beispielsatz Julia ist nach Berlin gefahren gesehen habt, ist das Partizip 2 diesmal ein bisschen anders. Wir haben ja vorher regelmäßige Verben gehabt, zum Beispiel mit G und T am Ende. Aber hier beim Verb fahren haben wir immer noch unseren Stamm. Fahr. Aber diesmal kommt, also G ist wieder ganz normal, aber es kommt ein EN und kein T ans Partizip 2. Also Julia ist nach Berlin gefahren. Ein bisschen komplizierter wird es beim nächsten Beispiel. Wir sind in den Bus eingestiegen. Das Verb
einsteigen, also in den Bus einsteigen, hat zwar den Stamm steig, aber das Verb ist ein starkes, unregelmäßiges Verb. Das heißt, der Stamm bleibt nicht gleich. Da gibt es keine Regel. Ihr müsst diese Formen wirklich immer dazu lernen. Steig ist nicht der Stamm diesmal, sondern stieg. Jetzt habe ich schon das G dazu geschrieben. Dann kommt, weil einsteigen ein trennbares Verb ist, noch unser Präfix dazu und wieder ein en am Ende. Das heißt, unser G ist wieder hier in der Mitte, also eingestiegen. Schauen wir uns ein anderes Beispiel noch an. Zum Beispiel, ihr seid in die Schule gegangen. Hier haben wir das Verb gehen und wie ihr sehen könnt, hat das Partizip wenig mit dem Stamm hier G zu tun. Das heißt, wir haben wieder. Also, gehen ist ein starkes, unregelmäßiges Verb. Wir haben hier unser G und wieder ein EN am Ende. Also, gegangen ist das Partizip 2 für gehen. Und noch einmal, ihr solltet diese Formen immer dazu lernen. Es gibt hier leider keine Regel. Zum Schluss noch ein paar Beispiele. Zum Beispiel, der erste Satz ist, wir haben die Rechnung, zum Beispiel im Restaurant, wir haben die Rechnung bezahlt. Das Partizip 2 ist wieder am Ende. Das Verb ist bezahlen. Dann, sie, Singular, dritte Person Singular, sie hat die Hausübung gemacht. Hier ist unser Partizip 2 ganz normal gebildet mit G und T am Ende. Und das Verb ist machen. Noch ein Beispiel. Du bist aus Italien gekommen. Das Partizip 2 ist hier von dem Verb kommen. Deshalb haben wir auch unser Hilfsverb sein, das ja von A nach B ist. Dann, ich bin durch die Stadt gerannt. Hier ist das Partizip 2 vom Verb rennen, also sehr schnell laufen. Und hier auch wieder das Hilfsverb sein, weil rennen ja eine Bewegung von A nach B ist. Und zum Schluss noch ein letzter Satz. Ihr habt den Apfel gegessen. Gegessen ist das Partizip 2 vom Verb essen. Und wie ihr hier sehr schön sehen könnt, haben wir unsere Hilfsverben, haben und sein, immer konjugiert und immer an der zweiten Position. Bis bald, eure Sissi.